Hallo ihr Lieben, heute korrigiere ich mal wieder einen Text mit und für euch. Ich habe vor ein paar Wochen ja schon mal einen Leserbrief korrigiert. Heute geht es um einen Text, in dem eine Statistik beschrieben wird und in dem man sich zu dieser Statistik äußern soll. Das Thema der Statistik ist Deutsch als Fremdsprache in der EU und sie zeigt uns, wie viele Schüler in der EU Deutsch lernen. Bevor wir anfangen, habe ich noch einen Tipp für euch. Ladet euch den unkorrigierten Text auf meiner Website herunter und versucht mal selbst, ihn zu korrigieren. Und dann schaut euch erst nachher mein Video an und vergleicht eure Korrektur mit meiner Korrektur. So könnt ihr am meisten mit diesem Video lernen. Dann lasst uns mal anfangen mit dem Text. Es ist auffällig in der heutigen Zeit, dass das Fremdsprachenlernen sehr notwendig in unserem Leben geworden ist. Dieses in unserem Leben würde ich nach vorne stellen, hierhin, dann klingt es natürlicher. Es ist auffällig in der heutigen Zeit, dass das Fremdsprachenlernen in unserem Leben sehr notwendig geworden ist. Notwendig finde ich ein bisschen zu stark. Das klingt ein bisschen so, als könnte man gar nicht leben, ohne eine Fremdsprache zu sprechen. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich würde schreiben, sehr wichtig zum Beispiel. Dies wird heute einer von den wichtigsten Fächern in den Schulen. Schauen wir uns hier mal die Grammatik an in diesem Satz. Hier steht wird, das ist Futur oder Zukunft. Im ersten Satz steht ja, dass das Fremdsprachenlernen sehr wichtig geworden ist. Deshalb passt hier das Präsens besser. Also ist. Dies ist heute einer von den wichtigsten Fächern. Es ist das Fach, nicht der Fach. Deshalb eines von den wichtigsten Fächern oder noch besser wäre eines der wichtigsten Fächer. Das klingt mit dem Genitiv einfach besser und eleganter in so einem Text. Dann müssen wir uns noch das dies hier oben genauer anschauen. Das bezieht sich auf den kompletten Nebensatz hier. Das ist der Nebensatz im vorherigen Satz. Das passt aber dann nicht so gut. Wir wollen ja nicht sagen, dass das Fremdsprachenlernen in unserem Leben sehr wichtig geworden ist, ist heute eines der wichtigsten Fächer in den Schulen. Das wollen wir nicht sagen. Gemeint ist, Fremdsprachen sind wichtige Fächer in der Schule. Deshalb ist mein Vorschlag, es ist auffällig in der heutigen Zeit oder in der heutigen Zeit ist, in der heutigen Zeit fällt auf, dass Fremdsprachen in unserem Leben sehr wichtig geworden sind. Sie gehören zu den wichtigsten Fächern in den Schulen. Oder noch eine Alternative wäre, heutzutage sind Fremdsprachen ein wichtiger Teil unseres Lebens und gehören zu den wichtigsten Schulfächern. Wenn man das in einen Satz packt, so wie hier, dann muss man auch das heute oder heutig und heute nicht mehr wiederholen. Ja, wenn man das in einem Satz hat, braucht man nur einmal heutzutage schreiben. Die Gründe vom Fremdsprachenlernen sind von Person zu Person unterschiedlich. Wir sagen, etwas ist der Grund für etwas, nicht etwas ist der Grund von etwas. Also hier die Gründe für das Fremdsprachenlernen oder für das Erlernen einer Fremdsprache sind von Person zu Person unterschiedlich. Einer lernt eine neue Sprache, um mit Ausländern in ihrer Muttersprache zu sprechen. Mit einer wollen wir hier ja sagen,
eine dieser Personen hier. Es ist aber die Person, nicht der Person. Deshalb müssten wir hier schreiben, die eine Person lernt eine neue Sprache, um mit Ausländern in ihrer Muttersprache zu sprechen. Wenn wir das so schreiben mit die eine Person, brauchen wir aber im weiteren Text noch einen Satz, der anfängt mit die andere Person. Diese beiden Ausdrücke gehören immer zusammen. Der eine, der andere, die eine, der andere. Das ist so ähnlich wie entweder oder sowohl als auch oder zum einen, zum anderen. Ja, die können nicht alleine stehen, sondern müssen zusammenstehen. Mein Vorschlag ist, das ein bisschen anders zu formulieren, ohne Person. Wir könnten schreiben, manche Menschen lernen eine neue Sprache, um mit Ausländern, hier auf das N achten bei Ausländern, mit steht mit dem Dativ, mit Ausländern in ihrer Muttersprache zu sprechen. Damit man auch neue Leute und Kulturen kennenlernt. Dieser Satz mit damit ist ein Nebensatz, der kann nicht so alleine stehen. Deshalb verbinden wir den mal mit dem Satz vorher. Manche Menschen lernen eine neue Sprache, um mit Ausländern in ihrer Muttersprache zu sprechen und um neue Leute und Kulturen kennenzulernen. Außerdem sind die Fremdsprachen förderlich für die Karriere. Wir sprechen hier ja von Fremdsprachen ganz allgemein, nicht nur von ganz bestimmten Fremdsprachen. Deshalb brauchen wir hier den bestimmten Artikel nicht. Außerdem sind Fremdsprachen förderlich für die Karriere. Wenn man zwei oder mehrere Sprachen beherrscht, dann bekommt er bessere Chancen auf einen guten Arbeitsplatz. Dann bekommt man bessere Chancen. So wie hier oben. Ne? Wenn man die Sprachen beherrscht, dann bekommt man bessere Chancen auf einen guten Arbeitsplatz. Außerdem hat eine Studie ergeben, dass Menschen, die zwei oder mehr Sprachen sprechen, leiden im Alter oft weniger an Krankheiten wie Alzheimer. Das Verb hier, das muss ans Ende. Wir haben ja einen Nebensatz, der mit das anfängt, hier, dass Menschen die zwei oder mehr Sprachen sprechen, im Alter oft weniger an Krankheiten wie Alzheimer leiden. Eine von diesen Fremdsprachen ist natürlich die deutsche Sprache, die in vielen Gegenden der Welt, ist der Plural, deswegen Gegenden der Welt, immer beliebter wird. Hier könnte man auch wieder schreiben, eine dieser Fremdsprachen. Dieser Genitiv klingt einfach ein bisschen besser im geschriebenen Deutsch. Eine dieser Fremdsprachen ist natürlich die deutsche Sprache, die in vielen Gegenden der Welt immer beliebter wird. Sie ist die meistgesprochene Sprache in Europa. Sprachlich ist der Satz gut, aber er ist nicht ganz eindeutig. Das ist jetzt ein kleines Detail. Ich vermute, dass hier gemeint ist, sie ist die meistgesprochene Muttersprache in der EU, also der Europäischen Union. Das heißt, dass die häufigste Muttersprache in der EU Deutsch ist. Wenn wir das so allgemein schreiben, sie ist die meistgesprochene Sprache in Europa, das ist, glaube ich, Englisch, die meistgesprochene Sprache in Europa. Wenn wir das so verstehen, dass Englisch die Sprache ist, die die meisten Menschen in Europa sprechen können. Das ist also so ein kleiner Unterschied und ich würde das ein bisschen genauer schreiben mit der Muttersprache, damit klar ist, was gemeint ist. Außerdem habe ich geschrieben, in der EU oder in der Europäischen Union,
Es gibt ja einen Unterschied zwischen Europa und der Europäischen Union. Europa ist ein geografischer Begriff. Zu Europa gehören auch Teile Russlands. Aber die Europäische Union ist ein politischer Begriff. Nicht alle Länder Europas sind in der EU. Ja, also das ist ein Unterschied, der je nach Thema wichtig sein kann. Das zeigt uns eine Grafik unter dem Titel Deutsch lernen in der EU. Eine Grafik mit dem Titel Deutsch lernen in der EU. Wenn wir uns die Statistik nochmal ansehen, dann sehen wir, dass sie uns nicht zeigt, dass Deutsch die meistgesprochene Sprache in Europa ist. Sie zeigt uns, wie viele Schüler in der EU Deutsch als Fremdsprache lernen. Und das sollten wir auch so schreiben. Also es ist wichtig, dass man das Thema einer Grafik, einer Statistik, eines Schaubilds korrekt und konkret benennt. Ich würde das so schreiben. Die Grafik mit dem Titel Deutsch lernen in der EU gibt Auskunft über den Anteil der Schüler, die im Jahr 2012 Deutsch als Fremdsprache lernten. Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, um welche Schüler genau es geht. Sind das Schüler in einer Grundschule? Sind das Schüler auf einem Gymnasium? Sind das Schüler, die an einer Universität Fremdsprachen lernen? Sind das vielleicht Erwachsene, die Deutsch lernen? Und wenn wir genau in die Statistik oder in die Grafik reinschauen, dann steht dort klein gedruckt Schüler in der Sekundarstufe 1. Die Sekundarstufe 1 sind in Deutschland die Klassen 5 bis 10 oder 9. Das heißt, es geht hier um Schüler, die circa zwischen 11 und 16 Jahren alt sind. Es geht nicht um Erwachsene, die eine Fremdsprache lernen. Das ist eine wichtige Information, die man braucht, um den Text und auch die Statistik gut zu verstehen. Deshalb würde ich das hier hinschreiben. Gibt Auskunft über den Anteil der Schüler in der Sekundarstufe 1, die im Jahr 2012 Deutsch als Fremdsprache lernten. Die Daten wurden von Eurostat erstellt. Alle Angaben wurden in Prozent gemacht. Machen ist nicht so ein schönes Verb in diesem Zusammenhang. Angaben machen. Wenn wir von Daten sprechen, kann man gut sagen, die Daten werden in Prozent angegeben. Angaben angeben klingt aber wieder ein bisschen merkwürdig. Deshalb würde ich die zwei Sätze hier einfach verbinden und schreiben, die Daten wurden von Eurostat erstellt und werden in Prozent angegeben. Was ins Auge springt, ist, dass der Anteil der Deutschlerner in Luxemburg 100% beträgt. Was ins Auge springt, ist ein schöner Ausdruck. Das heißt, was sofort auffällt, ist das. Man könnte hier auch wirklich ein sofort noch davor schreiben. Was sofort ins Auge springt, ist, dass der Anteil der Deutschlerner in Luxemburg 100% beträgt. Das ist gut, das kann man so schreiben. Ich finde es auch ganz schön, wenn man nicht einfach nur die Prozentzahlen so wiederholt und abschreibt. Das ist okay, das kann man so machen. Aber man könnte diese Information auch ein bisschen anders ausdrücken, umformulieren. Dann hat man nicht so viele Prozentzahlen direkt hintereinander wie hier. 100%, 73,5%, dann hier unten 14,4%, 2,8%. Ihr könnt die Prozentzahlen in Worten auch ausdrücken. Hier zum Beispiel. Was sofort auffällt, ist, dass in Luxemburg alle Schüler in der Sekundarstufe 1 Deutsch lernen. 100% sind ja alle.
Wenn es 50% wären, könntet ihr schreiben, dass in Luxemburg die Hälfte der Schüler Deutsch lernen. Deutsch lernt. Auf zweiter Stelle steht Dänemark mit 73,5%. An zweiter Stelle. Etwas ist auf dem ersten oder zweiten Platz, aber an erster oder zweiter Stelle. Leider ist der Anteil der Deutschlerner in einigen Ländern abgenommen. Leider hat der Anteil abgenommen oder ist gesunken. Zum Beispiel beträgt der Anteil der Deutschlerner in Frankreich 14,4% und in Spanien 2,8%. Wenn man vorher schreibt, dass der Anteil abgenommen hat oder gesunken ist, dann interessiert mich, wie viel er abgenommen hat oder wie viel er gesunken ist. Der Anteil hat abgenommen könnte zum Beispiel bedeuten, vor 10 Jahren haben 25% der französischen Schüler Deutsch gelernt und jetzt sind es nur noch 14%. Dieser Unterschied, der interessiert mich. Wenn wir uns mal die Statistik genauer anschauen, dann sehen wir aber, dass man gar nicht sieht, ob der Anteil abgenommen hat. Wir haben ja nur die Zahlen von 2012. Wir wissen nicht, wie sie 2010 oder 2000 waren. Deshalb vermute ich, dass hier etwas anderes gemeint ist, nämlich in anderen Ländern ist der Anteil der Deutschlerner viel geringer. In Frankreich lernen nur 14% der Schüler Deutsch und in Spanien sogar nur knapp 3%. Aus der Grafik kann man schlussfolgern, ist ein Verb, deshalb schreiben wir das klein, dass das Lernen einer Fremdsprache wie Deutsch sehr wichtig ist, weil sie in den EU-Ländern sehr verbreitet ist. Der Satz ist sprachlich in Ordnung, inhaltlich finde ich ihn aber ein bisschen verwirrend. Luxemburg und Dänemark werden ja hier oben als Beispiele für Länder genannt, in denen in der Schule viel Deutsch gelernt wird. Danach werden dann Frankreich und Spanien mit 14 bzw. 3% genannt. Das ist jetzt beides nicht so viel. Und dann steht hier unten, dass Deutsch als Fremdsprache sehr verbreitet ist. Aber nur weil in Luxemburg alle Schüler Deutsch lernen, kann man nicht behaupten, dass Deutsch in der ganzen EU sehr verbreitet ist. Luxemburg ist ein relativ kleines Land, in dem Deutsch übrigens auch offizielle Amtssprache ist, neben Luxemburgisch und Französisch. Hier ist der Text also nicht ganz logisch aufgebaut. Ich finde, dass man hier oben noch mehr Beispiele anführen sollte für Länder, in denen Deutsch oft als Fremdsprache gelernt wird. In der Statistik sind das neben Dänemark noch Polen mit 69%, die Niederlande mit 51%, die Slowakei mit 50%. Also da lernt jeder zweite Schüler Deutsch. Deshalb würde ich hier oben vor dem Satz mit Frankreich und Spanien noch einen Satz einschieben. Länder, in denen mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler Deutsch lernt, sind neben Luxemburg und Dänemark noch Polen, die Niederlande. Und die Slowakei. Dann hat man sein Argument ein bisschen besser aufgebaut, wenn man noch mehr
Länder nennt, in denen Deutsch relativ oft gelernt wird. Ob man auf dieser Grundlage sagen kann, dass Deutsch in den EU-Ländern sehr verbreitet ist, wie hier, darüber lässt sich streiten. Als nächstes soll man in diesem Text erzählen, wie die Situation im Heimatland ist. Hierzulande ist auch Fremdsprachenlernen sehr beliebt. Wo ist hierzulande? Man könnte schreiben, in meinem Heimatland XY, da wird dann das Heimatland eingefügt, ist das Fremdsprachenlernen auch sehr verbreitet. Oder in meinem Heimatland XY werden auch viele Fremdsprachen gelernt. Es wird neben Arabisch Englisch als erste Fremdsprache gelernt. Nur ein ganz kleines Detail hier. Ich fände es ein bisschen schöner, wenn die Sprachen nicht so direkt hintereinander stehen würden. Wir könnten zum Beispiel schreiben, neben Arabisch wird Englisch als erste Fremdsprache gelernt. Entweder Deutsch oder Französisch werden als zweite Fremdsprache in der Schule gelernt. Hier wird die Struktur des vorherigen Satzes wiederholt. Wird gelernt, werden gelernt. Man könnte hier auch ein bisschen abwechslungsreicher formulieren und schreiben, als zweite Fremdsprache können die Schüler Deutsch oder Französisch wählen. Laut der Zitat, das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen, begegnen viele Lernen Schwierigkeiten beim Deutschlernen. Laut des Zitats. Laut ist eine Präposition, die mit dem Genitiv steht. Schaut da gerne mal in mein Video zu Genitivpräpositionen. Da habe ich das erklärt. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Haben viele Lerner oder Schüler Schwierigkeiten beim Deutschlernen? Ich finde es schön, hier ein Zitat einzubauen. Das ist eine gute Idee. Sowas macht einen Text immer sehr interessant. Bei diesem Zitat würde mich interessieren, wo das herkommt, wer das gesagt hat. Das könnte man hier noch einfügen, muss man aber nicht. Soweit ich weiß, ist nicht ganz klar, von wem dieses Zitat stammt. Angeblich hat Oscar Wilde das gesagt. Dann könnte man hier also schreiben, Oscar Wilde soll einmal gesagt haben, das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen. Dieses Zitat deutet darauf hin, dass viele Schüler Schwierigkeiten beim Deutschlernen haben. Allerdings gibt es viele Tipps, die beim Deutschlernen helfen können. Tipps sind ja im Plural. Die Tipps können helfen. Zum Beispiel, um das Hörverstehen zu verbessern, hat man die Möglichkeit, Podcasts und Radiosendungen viel zu hören. Das hier kommt nach hinten. Zum Beispiel hat man die Möglichkeit, Podcasts und Radiosendungen zu hören, um das Hörverstehen zu verbessern. Ich kann nicht sagen, ich höre viel Podcasts. Es ist entweder, ich höre oft oder häufig Podcasts oder ich höre viele Podcasts. Also nicht nur einen, sondern viele verschiedene. Zum
Zum Beispiel hat man die Möglichkeit, viele Podcasts und Radiosendungen zu hören, um das Hörverstehen zu verbessern. Oder häufig Podcasts und Radiosendungen zu hören. Zur Verbesserung des Sprechens sollte man mit einem Muttersprachler sprechen oder einen Tandempartner suchen. Wortschatz lernt man am besten mit Hilfe von den Vokabelkarten. Wir sagen auf Deutsch gerne Karteikarten. Das sind diese Karten, bei denen ihr auf der Vorderseite die Erklärung eines Wortes habt und auf der anderen Seite dann das Wort auf Deutsch. Und damit könnt ihr dann lernen. Es gibt übrigens auch Programme und Apps für Karteikarten. Mein Tipp ist das Programm Anki. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Anki kennt und zum Deutschlernen benutzt. Und wenn nicht, und wenn es euch interessiert, kann ich da auch gerne mal ein Video zu machen. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Es gibt mehrere Tipps zum Deutschlernen, die man im Internet finden kann. Am effektivsten muss man seinen Lerntyp zuerst bestimmen und der geeignete Weg für ihn folgen. Den Satz müssen wir ein klein wenig umschreiben. Was nicht passt, ist hier: am effektivsten muss man. Das kann man leider nicht sagen. Wir sagen, am effektivsten ist. Und am Schluss, der geeignete Weg für ihn folgen. Folgen steht übrigens mit dem Dativ. Also wenn, dann wäre es dem geeigneten Weg folgen. Aber das passt von der Bedeutung her nicht so ganz. Ich weiß genau, was gemeint ist, aber in diesem Zusammenhang finde ich den Ausdruck einfach nicht so passend. Ich schreibe hier mal zwei Vorschläge. Am effektivsten ist es, zuerst seinen Lerntyp zu bestimmen und dann die dafür geeigneten oder passenden Lernmethoden anzuwenden. Dafür hier heißt für den Lerntyp. Oder noch ein Vorschlag: wer so effektiv wie möglich lernen möchte, sollte zuerst seinen Lerntyp bestimmen und dann die dazu passenden Lernmethoden anwenden. Anschließend möchte ich festhalten, dass Fremdsprachenlernen ein Reichtum ist. Man soll mit dem Erlernen von Fremdsprachen so früh wie möglich beginnen, denn im Alter wird das schwieriger und zeitaufwendig. Man sollte, immer wenn ihr eure persönliche Meinung ausdrückt, schreibt sollte und nicht soll. Man soll so früh wie möglich beginnen, heißt, dass irgendjemand gesagt hat, dass man so früh wie möglich beginnen soll, dass jemand diese Anweisung gegeben hat. Man wiederholt damit also, was eine andere Person gesagt hat. Wenn ihr über eure eigene Meinung schreibt oder einen Ratschlag, einen Tipp gebt, dann benutzt sollte. Man sollte mit dem Erlernen von Fremdsprachen so früh wie möglich beginnen, denn im Alter wird das schwieriger und zeitaufwendig. Ist auch ein Adjektiv, deshalb schreibt man es klein. Man könnte auch schreiben zeitaufwendiger. Geht beides. Ja, der Text gefällt mir sehr gut. Es sind wenig grammatische Fehler drin und er ist auch gut verständlich. Mein Tipp ist aber: achtet beim Schreiben auf die logischen Zusammenhänge. Schreibt den Text für eine Person, die die Grafik oder die Statistik nicht kennt. Ihr müsst die Leserin also durch den Text führen und alles logisch aufeinander aufbauen. Es muss immer klar sein, warum ihr eine bestimmte Schlussfolgerung zieht. Die Argumente und Begründungen müssen also zu euren Aussagen passen. Und
schaut euch wirklich ganz genau an, welche Daten in der Grafik oder in der Statistik stehen, worum es genau geht. Zum Beispiel, geht es um Schüler des Deutschen als Fremdsprache ganz allgemein oder geht es nur um Kinder und Jugendliche in der Sekundarstufe 1? Das sind wichtige Informationen und wichtige Details, die ihr dann in eurem Text auch erwähnen solltet und die ihr beachten solltet, damit ihr die Grafik nicht falsch versteht. Oft sind solche wichtigen Informationen leider klein unten drunter gedrückt, so wie hier. Also lest die Grafik wirklich ganz genau und auch die Erläuterungen unten drunter oder an der Seite. Wenn ihr Mitglied bei Deutsch mit Rieke seid, könnt ihr euch den von mir korrigierten Text auf meiner Website herunterladen. Und ich habe auch noch ein weiteres Extra für alle Mitglieder, nämlich ein Dokument mit wichtigen Ausdrücken und Formulierungen, die ihr benutzen könnt, wenn ihr über eine Statistik oder eine Grafik schreibt. Die Links seht ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Mitglied werden möchtet, findet ihr auch alle Informationen dazu unter diesem Video. Jetzt möchte ich mich noch ganz herzlich bei der Person bedanken, die mir diesen Text hier geschickt hat und die einverstanden war, dass ich ihn hier so mit euch teile. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.